Und weiter geht die Hetz. Liebe YouTube-Leute, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Evoland. Ja, wieder nach wie vor Samstagabend, Twitch und so weiter. Wieder ein wunderschöner Abend natürlich mit euch und mit mir. Und ja, wir machen einfach frisch fröhlich weiter. Schauen wir uns doch weiter dieses Dorf hier an. Ja, wird geladen. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo Herzchen. Wer bist denn du? Die Ruinen von Sarutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Braucht ihr jetzt Heilung? Ich denke schon. Hui! Speichern? Ja. Das nehmen wir gerne. Aha, da verlassen wir... Da verlassen wir das Dorf, das will ich noch nicht. Ich will auch nicht bei der einkaufen, ehrlich gesagt. Ich will noch vorher das Dorf ein bisschen erkunden. Huch, da drüben waren wir nämlich noch nicht. Ich traue mich wetten, dieser DVD-Player verkürzt sicher die Ladezeit. Kann ich mir schon vorstellen. Da oben waren wir nämlich noch nicht und da möchte ich auch noch gerne hin. Hallo, die Herrschaften. Wie geht's euch? Onkel! Ist alles in Ordnung? Onkel Sid. Onkel. Sid. Wäre jetzt mit C geschrieben, wäre es wieder mal typisch Final Fantasy, ne? So, welchen Namen gebe ich denn jetzt meinen Onkel? Ich habe so viele Onkel. Das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt da einen bestimmten Namen für meinen Onkels nehmen würde. Da werden die anderen vielleicht beleidigt, das will ich nicht. So, Tante wäre jetzt cool. Tante will ich jetzt einer ganz bestimmten Frau hier namentlich verewigen lassen. Aber Onkel ist jetzt echt gemein. Auf jeden Fall Sid, ich lösche das mal. So, Onkel. Onkel. Jetzt habe ich keinen Namen für ihn. Onkel. Onkel Klaus. Onkel Sid, soll man bei Sid belassen? Dass ich es neutral lasse. Onkel Krümel. Soll ich ihn passiert lassen? Onkel Sid. Ja? Belassen wir ihn bei Sid. Ich habe keinen Onkel, der Sid heißt. Aber in dem Fall, mir fällt sonst nichts anderes ein. Es wäre sonst echt unfair. Weißt was? Da er schwarzhaarig ist, werde ich ihn jetzt Onkel Wolfgang nennen. Ja, machen wir so. Onkel Wolfgang. Machen wir so, dann ist mein Schatz hier auch verewigt. Wolfgang. Onkel Wolfgang. Wenn es sich halt ausgeht, schauen wir mal. Wolfgang. Ja, das ist ja schön. Fertig. Alexis. Endlich seid ihr wieder zu Hause, meine geliebte Nichte. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Hab fast halb Aogai. Ögai? Egai? Wahrscheinlich so, ne? Na, Aogai. Ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen. Das ist der Schwarz, das ist das in der schwarzen Zitadelle lauert. Wenn das jetzt Illidan ist, dann lache ich aber wirklich volle Hüten. Was? Oh. Und auch Zocker
habe ich hier, um das Schwert zu führen. Mhm, genau. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Gut und schön. Aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurde in zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von Aogai. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Zocker, könnt ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ihr findet derweil einen Weg, stärker zu werden. Nein, nicht ihr, sondern ich, genau. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt, freundlich. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Mhm. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Ja, aber er ist leider so früh gestorben, dass er mir nichts beibringen konnte, außer jemanden zu heilen. Auf jeden Fall, ich stoße später wieder zu euch, sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Jawohl. Ihre Mutter war genau so eigensinnig. Viel Glück. Vor allem auch mit ihr. Was freigeschaltet? Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Aber nur ein bisschen. Na, Woman? Was da? Rede mal mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Jawohl. Und du? Sagst du auch noch was? Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf mich ein Pfeil im... Nun, sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen. Aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Weil mir der Arsch wehtut. Ja, genau. Wird geladen. Freigeschalten. HD-Hintergründe. Wow, jetzt schaut's aber schon richtig schön aus. Wow, einfach, ja, einfach wunderschön. Geht's dir gut? Bedauere, ich kann euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Oh, meine Güte, was soll ich nur machen? Oh, ja. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aogai. Und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Ja, ja. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen. Genau wie in alten Zeiten. Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder zurück, Ründer. Boah, es wird immer schöner, das Spiel, ne? Es wird richtig, richtig schön. Ich hoffe, man sieht es noch. Grafisch, glaube ich, haut es noch hin, ne? Dann. Weil anders kann ich es eh nicht einstellen, leider. Mit dir haben wir schon gesprochen, ne? Der Glatzkopf, das bist dann wohl du. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu Demacia-Armee und habe keines von diesen Dingern aufbewahrt. Ihr sollt mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Freundlich. Das ist wieder so freundlich, ne? Unglaublich freundlich. Baum, baum, baum. Hallo? Servus. Ihr seid auf Bomben aus? Dann redet mal mit der verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt. Sie lagert alles Mögliche in ihrem Keller. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennungen gegeben hat. Ja, ja. Na toll. Das heißt dann wohl hier. Da, Sail. Ne, kann ich da nicht rein? Ich will da rein. Da geht's nicht, okay. Vielleicht dann hier. Hm, da vielleicht?
Bist das dann du? Du bist ja keine alte Frau. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Ja, das habe ich dir schon alles erzählt. Ja. Bist du dafür da nicht rein? Beim Brunnen. Das ist ja da. Sollst du die alte Frau sein? Na, oder? Phoenixdown ist Silberrüstung. Nö. Sonst ist da ja niemand. Es muss hier irgendwie reingehen. Warum darf ich da nicht rein? Du da? Ihr wollt eine Bombe? Ja, das sagt wieder dasselbe. Und du, kleiner Mann? Halt, nein. Was? Nein. Das wollte ich auch nicht. Hast du irgendwie... hast du irgendwie eine Idee, wie ich da... Nö. Hä? Das soll ich doch eigentlich rein dürfen, oder? Ja. Ja, das ist jetzt interessant. Warum darf ich da nicht rein? Ich werde mal speichern tun. Das ist mal vielleicht ganz schlau. So. Warum darf ich da nicht rein? Überhaupt generell nirgendwo. In kein Haus. Und normalerweise müsste ich doch da rein dürfen. Ich muss ja was kaufen. Beim Brunnen. Hier wäre auch so ein Brunnen. Vielleicht ist es dann doch die... Bomben, sagt ihr? Entschuldigung, falscher Ton. Bomben, sagt ihr? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort. Aber ich bin fast sicher, dass sie noch funktionieren tun. Ihr bekommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Wir müssen diese mächtige Bestie den Chaos machen. Ja, ja. Hilfsoffizier Raylan hatte diese Woche Patrouillendienst. Er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Danke. Also nicht du, der so verzweifelt reinschaut. Am Dorfeingang. Okay. Dann hatschen wir wieder dorthin. Wahrscheinlich der neben Speicherstand. Speicherdingens da. Der Kerl dort unten. So. Servus. Hallo? Ich will mit dir reden. Der Drache. Tja. Einigen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Aber er sah Spuren. Ich sah Spuren im Boden. Große, runde Krater verkohlter Erde. Ich musste den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Immer sehe ich ihn bei den Kratern spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachen zu lassen. Ihr solltet mit seiner Mutter reden. Sie wohnt im Haus neben... Sitz? Okay. Ja. Ich denke mal, das wird dann das Haus hier gemeint sein, oder? Da, wo ich zuerst rein wollte. Das hier? Ein Haus neben Sitz. Sollte es jetzt wieder ein... soll das vielleicht jetzt ein Rechtschreibfehler, ein beabsichtigter Rechtschreibfehler sein? keine Ahnung, da vielleicht? Du vielleicht? Bist du diejenige? Ihr seid nicht alt genug, um zu wissen, dass dass es keine Drachen gibt. Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam diese Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicherer aufgehoben sind. Ja, ja, und der bekommt sowas von Hausarrest, dieser Lausebengel. Ach Gottchen. Na. Unfassbar. Man muss immer darauf achten, was die Kinder in ihren Griffeln haben. Wirklich wahr. Was? Ja.
Das ist aber auch eine gute Mutter, ne? Die ihre Kinder einfach so mit Feuerwerkskörpern rumspielen lässt. Ich meine, passiert so ja nie was, ne? Nö. Es ist ja auch nicht das echte Leben. Hier können die Kinder gut auf sich selber aufpassen. So, halt. Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon... Ach so, das ist falsch. Entschuldigung. Kleiner Knirps, warte mal. Meine Mutter weiß von den Bomben? Das gibt Ärger. Aber der Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob du die behalten solltest. Zocker! Ich habe ein paar mächtige Zauber gelernt. Habt ihr die Bomben? Freigeschaltet, Bomben mit Vorsicht zu handhaben. Ausgezeichnet! Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Jetzt ist die Frage, ob wir nicht zurückgehen sollten und all die Felsen da sprengen sollten und so weiter, die wir bisher gefunden haben und die Truhen in der Mine und so. Ich speichere das jetzt mal wieder, natürlich. Und werde mich nochmal zurück in die Mine wagen. Für vorausgesetzt, das geht halt. Das ist die Voraussetzung. Ich hoffe es halt. Ja, schon gut. Und es geht schon wieder um. Mal schauen, was Alexis gelernt hat. Wir greifen an mit unserem guten Messer. Und die gute Alexis kann jetzt X-Kristall. Was ist denn das? Oh! Das ist nicht schlecht. Super! Yeah! Ich habe 320 Glees und 15 EP gewonnen. So, wir gehen nochmal hier ruf. Rauf. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen kämpfen. Aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Ja, freilich sticht er mich. Du Mistviech. So, muah. 120 Glees und 5 EB-Punkte. Ich will es nur überprüfen, ob es überhaupt gehen tut. Baum, 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 baum. Ja, der geht noch und dann werden wir uns mal heilen tun. Daneben! Oh, oh. Hast du dein Zielwasser daheim vergessen oder was? Yeah. Wupp, wupp, wupp. Zocker hat Level 7 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Und ebenso wupp, wupp, wupp für Alexis. Ebenfalls Stufe 7. Ihr Wert für Leben wurde auch erhöht. Subi. Baum, baum, bam, baum. Gut, wir können zurück. Wir dürfen zurück. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an, oder? Hier einmal. Wie kann ich jetzt Bömmchen einsetzen? Ich denke mal... Inventar. Und... weg. So ist es. Was haben wir denn da Schönes? Freigeschalten Ausgrabungen. Ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer zum Einsturz gebracht. Und wir haben einen Stern bekommen. Super. Zahlt sich schon aus, dass wir zurückgegangen sind. So, dann gibt es nämlich noch zwei, die wir... Zwei... Boah, ich muss... Schwert und so, ne? Wusch. Ich wollte sagen, es gibt noch zwei... Wow. Dingens, die wir kaputt machen können. So, das reicht schon mal. Da herüben war, glaube ich, einer. Da. So. Wieder wechseln. So. Wusch. Und dann ist noch einer, glaube ich. Yeah. So. Ach nein, das waren schon die beiden, ne? Was haben wir gelernt? Stern von Evoland. Ihr habt 10 versteckte Sterne gefunden. Supi. Jetzt ist die Frage, ob Bomben dem mehr Schaden zufügen. Geil. Ja, ist kaputt. Ist kaputt. Nur das hier, wo... Also, da komme ich nicht drauf. Das bringt sich, glaube ich, gar nichts, ne? Nö.
Da komme ich noch nicht dahinter, wie das geht mit dem Schalter. Aber so ist schon mal gut. Jetzt müssen wir halt den ganzen Weg zurückhatschen. Und können von den Wegen her einige Felsen sprengen. So, gehen wir da richtig? Ich glaube schon. Ja, passt schon. Und hier ist ja nichts Besonderes, denke ich, ne? So, das ist aber echt ein bisschen doof. Das alles zurückzuhatschen. Hui. Aber was soll man machen? Was getan werden muss, muss getan werden. Wusch. Wir sind nämlich ein Held. Abenteuer sind unsere Leidenschaft. Yeah. Da habe ich keine Ahnung. Ich sollte langsam machen. Boah, schaut auch toll aus hier jetzt, ne? Jetzt schaut es schon richtig toll aus. Da haben wir was. Achso. Ja, okay. So. Schön rundherum gehen wieder. Es wäre schade, wenn wir nämlich Truhen versäumen würden, ne? So. So. Ah, so geht das nicht. Na, stopp. So. Ah, die macht's gar nicht kaputt. Okay. Ah, weil die nicht, weil die keine Sprünge haben, denke ich mal, ne? Du Schwein. Ich weiß, es ist eine Dings, ist eine Fledermaus. So, weg mit dir. Das ist natürlich. Das ist natürlich interessant, ne? Da muss ich mir solche Felsen suchen, die Sprünge drinnen haben. Ich bilde mir halt ein, solche gesehen zu haben. Wusch. Da war nix. Ich will es zumindest mal bei einem probieren. Optimalerweise tun wir uns dann selber einen Weg frei machen tun. Oh, du Gratler. So, mal speichern. Wusch. Wems. Wusch. Wusch. Ich gehe einfach mal da ein bisschen in der Geschichte, in der Weltgeschichte rum. Na, das sind alles normale Felsen, ne? Das war überhaupt nie gedacht, dass man das wegsprengen könnte. Das hat einfach nur so ausgeschaut, weil wir damals halt noch in 16-Bit und so, ne? Hier rumgestreut sind. Na, das hat hier gar nichts zu bedeuten. Na, das sind alles normale Felsen, okay. Entschuldigung, das wollte ich nur überprüfen. Aber wir haben immerhin einen weiteren Stern gefunden und ich muss schnell weg. Wir müssen hier schnell weg. Aha, so. Bam, bam, bam. So, die Frage, wo bin ich, wie bin ich jetzt gelaufen? Ich und mein Gedächtnisschwund und mein Orientierungssinn, der nicht da ist. Ich glaube so. Das schaut richtig aus. Der Weg war umsonst für nix, war das rumgehatsche Kruzifix. La, la, li, la, 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 das war auch falsch. Zocki, was machst du da nur? So. Na nun, so. Jetzt hätt's gepasst, ne? So. Passt. Nix für rüber. So, sehr gut. Da hatschen wir jetzt ganz fix durch. So, dann haben wir das auch schon überstanden. So. Gleich sind wir draußen. Passt. So, jetzt gehen wir es richtig an. Bau, 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 bau. Und weggesagt. Sehr gut. Bau, bau, bau.
Baum. Noch einer, ja? Auch nur eine Webse. Jo, bist du ein braves Viecher. So, ich würde sagen, weg mit dir. So. Jawohl, wieder 120 Glees und 5 EP-Punkte. EP-Punkte, sag ich immer, EP. So. Jetzt sind sie wieder mal zu dritt. Sauber. Sauber. Angriff. Magie. It's magic. So, fein. Und nochmal Angriff. Wusch. Daneben. Yeah. 320 Glees und 15 EP. So, und ab mit uns ins Dörfchen. Wieder speichern. Ich glaube, ich werde die Silberrüstung mitnehmen. Ich glaube, die nehmen wir mit. Ist zwar sauteuer, aber ich glaube, die nehmen wir mit. Servus, kaufen bitte. Die Silberrüstung. Eure Verteidigung ist erhöht, ja. Danke. Können wir sonst noch was? Nein, nichts verkaufen. Kaufen? Da geht's nicht aus, ne? Na, da geht's nicht aus. Ja. Tschüss. Aber die Silberrüstung, die ist es wert. Die nehmen wir gerne mit. Baum, 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 baum. Servus. Ja. 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 Mit Speichern bitte. Ja. Und weiter geht's. So, dann gehen wir den großen bösen Drachen suchen, oder? Vorher zuerst Schildkröten. Moment, sind das Röhren von Super Mario? Unglaublich. So, und Angriff. Die Gute wird jetzt Magie einsetzen. Also ich. It's magic. Wurms. Sehr gut. 300 Glees und 13 EP. Super. Bam. Bam, 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 bam. Das sind sie schon zu dritt. Bam, 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 bam. Und ich würde sagen, den da. Wusch, der erste ist schon mal weg. Und nochmal Magie. Der hat gesessen. Und der hat auch gesessen. Yeah, 400 Glees und 18 EP. Da wollte ich zuerst runterschauen, ne? Versteckt ist da nichts. Wieder zu dritt. Und Magie. Jo. Der ist weg. Und der ist jetzt auch weg. Wusch. Und mit... Nein. Jawohl, tun wir mal heilen. Das schon ist gut. Heilen ist mal gut. Haben wir schon ordentlich was einstecken müssen. Ich würde sagen, gleich nochmal. Und Sokka macht ihn fertig. Na doch nicht. Dann geht sogar nochmal Magie aus. Oder so. Jetzt aber. Wup, wup, wup. Zocker hat Stufe 8 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Und dasselbe, wup, 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 für Alexis, nur dass es in Verteidigung ist. Ich darf nicht sagen, dass es dasselbe ist. Es ist gelogen. Ja, schon gut. Jetzt haben wir Super Mario. Pakun. Fleischfressende Piranha-Pflanzen, ne? ja. Nur sind die halt mehr 3D und so, ne? Baum, baum, baum. Obwohl es ja auch schon bei Super Mario freilich 3D und so gibt. Keine Frage. Ist ja ein bisschen anders designt, aber ist, glaube ich, anders angelehnt. Oh, verdammt, ich habe es falsch gemacht. Entschuldigung. Ja. Baum, baum, baum. 340 Glees und 12 EP. Das kann man stehen lassen. Baum, baum. Und eine große Schildkröte.
Und so. Beim nächsten Angriff ist erledigt. Jawohl. 200 Gs und 8 EP. Und da haben wir jetzt einen Turm. Ihr könnt die schwarze Zitadelle nicht ohne beide Hälften des Amuletts betreten. Ach so. Oh. Da haben wir eine leichte Überzahl an Gegnern. Mädel, du musst uns heilen, und zwar dringendst. Magie, heilen bitte. Sie braucht nur noch heilen. Zocker muss den Rest machen. Am besten ist mal zuerst den da. Die gehen nämlich fix, also schnell weg. Magie unbedingt heilen wieder. Mhm, freilich. So. Sehr gut. Und Attacke. So, und jetzt können beide auf die Pflanze gehen. Und dann hat sie es auch schon überstanden, die Pflanze. Bravo! 560 Glees und 22 EP gewonnen. Gut, da bin ich voll falsch. Da bin ich total falsch. Süden, haben sie gesagt, ne? Ja, ich bin Osten raus, ne? Ups. So. Daneben. Wir heilen uns. Und Magie. So. Da helfen wir jetzt mit. Wo? Na, da helfen wir jetzt mit. So. Und so. Und noch ein letzter Angriff. Zack. Wunderprächtig. Ebenfalls 560 Glees und 22 EP. Das war jetzt nicht mit. Ah, da oben könnt's. Ja, da ist aber Norden. Zumba. Ja. Zuerst die Kleinen weg. Magie, würde ich sagen, heilen. Sicherheitshalber. Jo, der muss weg. Und hier. Ja, super hingehauen. Auf jeden Fall Magie wieder. So. Und normaler Angriff, der müsste erledigt sein. So ist das. 400 Glees und 18 EP. Dann bringen wir es da oben noch, oder? Ich glaube, ich muss da mal zurück uns genesen machen. Ins Dorf halt, ne? Und so. Magie heilen. Angriff, du, ja, das Schwammerl, was, der ist weg. Da werden wir wieder heilen. Jo. Inzwischen macht Zocker schon mal die eine Pflanze ein bisschen schwächer. Ich würde sagen, noch einmal Magie. Also heilen halt. Magie sowieso. So, perfekt. Und jetzt können beide dem Unkraut ins, ja, Jenseits schicken. Nein, nicht heilen. Sollst angreifen, Schnucki. Wurscht. Jetzt aber. Und tschüss. Wieder 560 Glees und 22 EP. Und wup, 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 Zocker hat Level Stufe neu erreicht. Die Verteidigung wurde erhöht. Dasselbe in grün. Wup, wup, wup. Mit Alexis. Allerdings die Magie wurde erhöht. Jo. Da haben wir eine Höhle. Mal schauen, wer darinnen wohnen tut. So. Wir greifen wieder den Kleinen an. Gut. Wir greifen den Großen an. Und nochmal so. Reicht nicht ganz. Aber jetzt. Passt.
300 Glees und 13 EP gewonnen. Super. Und rein da. Die Ruinen von Surtur-Dittag-Dag. Ja, so heißt das hier. Surtur-Dittag-Dag. Was haben wir da Schönes? Freigeschalten, Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf bis 2P-Spiel gibt. Heldenwedel. Ach so, wir können dann das Mädel sein, ne? Nur wenn man schon die freie Wahl hat. Hallo, ich bin die Alexis. Schön, euch kennenzulernen. Ja? Lalilalila. Oh, Spinnen. Aua. Du stirb weg. Du wagst es, mich zu hauen? Tja, Frechheit. So. La, 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 la. Was haben wir denn da? Oh, oh, Spinnen. Und du auch, weg mit dir. Ein Rubin. Ach so, das ist... Das sind sozusagen Herzen. Nur in einer anderen Optik. Was haben wir da noch Schönes? Ich hau dich weg. Ja, die haben ordentlich Geld fallen lassen. Ha, damit kann ich mir neue Schuhe kaufen. Mhm. Lalalala, was bist denn du? Du bist ja was Komisches. Mal schauen, was haben wir denn da drin? Freigeschaltet, Ketten-Kombo-Treffer. Greift am Ende eines jeden Hebs an, um mächtige Kombos zu entfesseln. Harry will da lesen. Du bist gemein. Der ist gemein. Lalilalila. Haben wir das jetzt gelernt? Ich glaube schon, ne? Ah! Einfach weiterhin auf die Leertaste spammen. Dann passt es schon. Boah, das ist aber echt Murz-Damage. Die da oben sind jetzt kaputt, ne? Ja. La, la, la. Fein! Wupp, 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 wupp. TP haben wir bekommen. Trefferpunkte, naja. Regeneriert. Was ist denn das da? Halskette des irgendwas. Boah, das hat gesessen, ne? Wir sollten ins Inventar schauen. Oh, was haben wir denn hier? Feuerring, plus 5 Feuerresistenz. Was haben wir da? Halskette des Adlers. Plus 2% Ausweichchance. Ganz ehrlich, diese Namensgebung, das ist World of Warcraft. Ganz ehrlich. Das. Halskette des Adlers. Solche Sachen sind schon wieder... Das erinnert mich schon wieder voll an World of Warcraft. Ist ja cool. Freigeschaltet. Lebensbalken. Ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Super. Boah, das schaut jetzt aber echt schon toll aus, ne? Lalala. Lalala. Na, ihr blöden Viecher. So. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. In Höhlen ist es dunkler und natürlich draußen, wenn die Sonne scheint, heller. Super. Lalalala. Jetzt wäre es auch gut, nochmal zu wechseln, den Charakter, ne? Um zu schauen, wie die Attacke von unserem Burschen, von unserem Zocker ausschaut. Was war das? Gestas Handgelenkschutz. Molchuschaden. 10% Molchuschaden. Okay. Ich bin aber Magierin. Oder Heilerin. Ich kann nicht meucheln eigentlich. Ups. Den hat's umgehauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da richtig unterwegs bin. Ich hoffe doch schon. Ich glaube schon. Was haben wir da oben?
Sind wir von da hergekommen, oder? Na, sind wir nicht, aber da ist trotzdem eine Truhe. Freigeschalten, dynamische Beleuchtung. Oh ja, Zeit mit eurer Waffe Funken sprühen zu lassen. Okay. Aha. Zack. Okay. Würde ich sagen, speichern ist gut, aber bevor wir hier weiter... Ich weiß nicht, wo wir weitergehen sollen. Ob es hier richtig ist. Oder ob es anderswo richtig ist. Was haben wir da? Gürtel der Legende. Plus 10% Rackergeschwindigkeit. Rackergeschwindigkeit. Rackergeschwindigkeit ist Racker. Wow, ausweichen. Ich werde abnippeln. So, erwatschen, gesund, dann geht's schon wieder. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier da richtig sind. Ich soll vielleicht nochmal zurückgehen. Was haben wir denn da? Freigeschaltet, Minikarte. Wie praktisch, endlich. Biegt an der nächsten Ecke links ab. So. Das war wieder eine super Idee. So. Schön einsammeln. Ah, da haben wir was. Okay. Ja, wenigstens lassen die ordentlich Geld fallen. Das ist echt verdammt viel Geld. Freigeschaltet. Ein Stern. Super. Sammle alle versteckten Sterne in Evoland. Land. Entschuldigung. In Evoland. Lalilalila. Nalu? So. Hartchen, Hartchen, Hartchen. Kann man die kaputt hauen? Nein. Hm. Klappt nicht. Aber ich muss nochmal das Eck runterschauen. Ja. Wäre nicht so schlecht. Ob ich da wohl nichts vergessen habe. So. Ach so, Inventar schauen, ne? Steinbrecher. Ist das ein Ohrring? Also ein Schmuck wahrscheinlich, ne? Plus 300% Schaden an Steinen und Mauern. Das heißt, ich bin selber eine lebende Bombe? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Na, ich möchte nur hier schauen. Schaut, da haben wir erstens Gegner übersehen. Also ich. Hui, 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 lalila. So. Schön einsammeln, da ist noch mehr. So, da müssen wir nachschauen, was haben wir jetzt bekommen. Drachs Armbinde. Verwandelt den Benutzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Wir sind in World of Warcraft. Das ist jetzt schon so, also sehr, also in eins dieser Spiele eben. Muss jetzt nicht World of Warcraft sein, aber gibt es ganz, ganz viele verschiedene, aber ich spiele das halt selber. Ich kann es damit am besten vergleichen. So. Ui. Ah. Na, sicher ist da nicht Ruhe. Hallo. Freigeschaltet die Karte Doppel. Du hast eine neue Karte für Doppelzwilling bekommen zum Spielen halt, ne? Und so. Einen Ring, Geist des Typhon. Plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Das heißt dann Drache und so, ne? Das ist ja sowas, glaube ich. Boah, ey. Es ist schon bald 10, ey. Die Zeit vergeht, das ist so gemein. Das ist so gemein. Kann man die kaputt hauen? Nein. Da wollte ich noch schauen. Wie könnte ich jetzt zum Beispiel...
den Charakter jetzt wechseln? Ich habe keine Ahnung. So. Bin ich da richtig? Ich glaube schon, ne? Darüber rauf. Ich tue nochmal speichern, weil das gut lief. Und dann hier ruf. So. Ja, okay. Da geht's tief runter. Das ist nicht so gesund. Was haben wir da? Freigeschaltet. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Was? Huch. Das war falsche Taste. Lalila. Baum. Jawohl. Umgehauen. So. Aha, da drüben geht's weiter. Warte, ist wurscht. Ja, komm nur her. Bau, bau, bau. Bau, bau, bau. Damm, die Dudel, die Damm. Wusch, ha. Na, du komischer Moosball. Knieschützer des irgendwas. Sternzeichen-Ohrring. Aha. Knieschützer des Arthritus. Plus 10% Beutesammelgeschwindigkeit. Aha. Und da oben droben. Sternzeichen-Ohrring. Plus 0,1 Verteidigung auf Ohren. Ich find's lustig. Ah, schön. Ah, ja. Ich find's schön. Ach ja. Kann man die kaputt hauen? Ich will immer was kaputt hauen. Aber die gehen nicht. Das ist unzerstörbarer Ton. Finster. Alter Schwede. Oh, Game over. Du Gradler. Zum Glück haben wir dort unten gespeichert. Ach, wie gemein. Boah, das ist schwer. Wo war jetzt mein Schutz auf die Ohren? Wieso muss ich die jetzt nochmal machen? Ja, normal müssten die anderen Sachen gezählt haben. Die waren eh so schwer zu besiegen, diese Magierkrücken. So. Voll angeschlagen. Die Sachen haben wir noch alle, das ist gut. Da kommen die Spinnleins. Huch! Verdrückt Vollgas. Ich brauche kein Geld, ich brauche Leben. Einen Moment bitte. Da musste ich mal husten. So. Wie spät haben wir's? Boah. Hätte jetzt gar nicht starten sollen eigentlich, ne? Ist ja schon 10. Würdest du abnippeln, du Viech? Geht ja. Zwar nicht auf Kommando, aber naja. Wow. Ich wollte mich jetzt eigentlich da ein bisschen schützen. Lief nicht so kamot. Lief nicht so, wie ich geplant hatte. So. Ja, ne? Ich werde die mal hier bekämpfen versuchen. Wie
Ihr könnt euch übrigens auf die Leertaste oben bleiben, dann tut sie permanent schlagen. Und wenn sie dreimal die Leertaste betätigt, macht sie eben diesen Bonus-Damage dann halt auch. Haha! Na, du komischer Wurm. Geht doch. So. Ihr Gradler. Jawohl, die Magier sind tot. Unaufhaltsam. So, Bestatter. Ihr habt 100 Skelette getötet. Schön, Bestatter. Monsterkiller. Super. Du musst weg. Diese Magierkrücken, ne? Gluck, 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 gluck. Baum, baum. Monsterkiller. Du, Gradler. Jawohl. Alter, wie viele gibt's denn da noch? Wusch. Da sind wieder haufenweise Würmchen. Amoklauf. Eine Biene. Okay, Wespe. Okay, da oben kommen die Wespen uns entgegen. Das heißt, da unten bin ich noch nicht fertig. Karte. Oh, das war schon da oben. Das ist ein kleinerer Raum. Da ist sogar gut, wenn wir den zuerst machen. Was haben wir denn da noch Schönes? Ein Stern, supi. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Was? Entschuldigung. So. Ah, da kommt. Boah, da kommt die ganze Armee wieder. Ja, gut, so viel zur Armee. Unaufhaltsam, yeah! Dappel, dappel, dappel. Oh, hallo. Das schaut schon wieder so aus, als wenn die hier eine Truhe wäre, oder? So stark bewacht. Lalalala. Wir sind unaufhaltsam. Huch. Wusch, wusch, wusch. Kabut. Passt, sehr gut. Da haben wir wieder so ein Schmuckstück. Schwerer Geldbeutel. Ihr habt 20.000 Gil erbeutet. Wow. Was haben wir da? Helm des Zwielichts. Top moderner, solarbetriebener Helm. Verleiht seinem Träger Nachtsicht. Ja. Eine Taschenlampe auf dem Kopf, ne? Alter, wie viele Viecher gibt es denn da noch? Blup, Amoklauf. Huch, da habe ich was übersehen. Entschuldigung. So. Ich glaube, das war's, ne? Da kommen wir auf den Hügel, da kommen wir nicht drauf, ne? Nicht drauf, ne? Nein, nein. Was haben wir da noch? Abenteuergeist. Plus 10 Draufgängertum. Okay. Yeah, was zum Speichern. Endlich mal. Supi. Kann man hier jetzt eigentlich, wenn ich jetzt da von so einem Speicherding stehe, wann kann man dann bitte... seine Figur wechseln? Wahrscheinlich geht's im Gasthaus. Unaufhaltsam. Was haben wir da noch bekommen? Beinschienen. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren. Ja. Das ist World of Warcraft. Das ist World of Warcraft. Wieder mal. Plus 10 Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinbekleidung beweist außerdem euren Wert. Ja. Ja. Ja und dreimal ja.
Schön. Oh, wow. Ja, da haben wir die Magie mal weggehauen, ne? Gott gleich. Da haben wir es schon. Gott gleich. Jawohl. Ach, Gottchen. Ach, Gottchen, ne? Was haben wir denn da? Eine Brustdingens. Eine Schutzengel. Belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Bitte was? Wal unter Seels Stiefel. Wal, Entschuldigung. Plus 10 auf... was? Gorilla-Attack. Okay. Gorilla-Taktik. Wenn der Boss einfach zu stark ist. Also Gorilla, so wahrscheinlich gedacht, ne? Huch. Was? Okay. Ich dachte, das kann man hauen. Ist das wieder so ein Bossraum? Wahrscheinlich. Irgendwie komisch gerade. Da wollte ich rein. Was haben wir da? Hallo. Oh. Hoppla. Das hätte ich wohl lieber nicht öffnen sollen. Mein Herr befahl mir, euch Einhalt zu gebieten. Schon bald wird er die Welt beherrschen und ich werde seine Armeen befehligen. Die Macht des Kristalls wird euch dieses Mal nicht schützen. Seht dem Tod ins Angesicht. Du blöde Kuh. Wow. 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 Ich bin hin. Ich bin sowas von tot. Das war so klar. Das war so klar hier. Schön. Aber wir sind hier immerhin. Das passt wunderbar. Da würde ich sagen... Wir beenden den heutigen Twitch-Abend und somit auch die dritte und letzte Aufnahme für YouTube für diesen Abend hier. Und ja, es war mir ein Vergnügen, ein Volksfest. Ich mag das Spiel, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mir gefällt es richtig gut. Ich muss da nur noch herausfinden, wie man quasi das, sein Antlitz wieder verändern kann. Ich möchte nämlich auch mal sehen, wie die... Wie die Angriffskombination von unserem Zocker ausschaut. Aber naja, das ist dann eine Geschichte fürs nächste Mal, für den nächsten Samstag. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ganz besonders auch ihr lieben Twitch-Zuschauer eine wunderschöne gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, liebe YouTube-Leute. Und ja, wir hören und sehen uns auch dann nächsten Samstag wieder und hören ganz besonders dann beim nächsten Part von einem meiner Let's Plays. So, bis zum nächsten Samstag wünsche ich euch eine wunderbare, eine wunderschöne und sehr angenehme Arbeitswoche. Soll es irgendwie mal kacke laufen, uns allen geht's mal schlecht. Vielleicht könnt ihr euch irgendwie mit einem meiner Let's Plays oder den Let's Plays meiner Kollegen, meiner Wertgeschätzten, den Tag versüßen. Vielleicht können wir euch irgendwie Trost, Kraft, Mut, was auch immer ihr benötigt, ein bisschen mit auf den Weg geben. Zumindest ist es unser Ziel auch. Unsere besten Wünsche, unsere besten Gedanken begleiten euch alle auf jeden Fall. Und ich glaube, ich rede jedem aus dem Herzen, aus der Seele, wenn ich mich bei euch allen abermals von ganzem Herzen bedanke für all eure Treue, fürs Dabeisein und überhaupt, dass es euch gibt. So, schöne Abschlussworte für heute, finde ich. Genau richtig, um dann in den wohlverdienten Schlaf zu kehren, sich zu gönnen, sagen wir so. Na gut, ihr Lieben,
Also dann, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute, eure Zockerbraut. Tschüssi!